Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Imke Wibbenhorst ist seit Dezember Trainerin der Männermannschaft des BV Kloppenburg. Urheberrecht Getty Images. Imke Wibbenhorst schreibt als erste weibliche Cheftrainerin im leistungsbezogenen Männerfußballgeschichte. Nun tritt die 30-Jährige ihren Posten wohl ab. Imke Wibbenhorst hört am Saisonende offenbar als Trainerin beim Oberligisten BV Kloppenburg auf. Wie die Nordwestzeitung berichtete, hat die 30-Jährige den Entschluss bereits ihrer Mannschaft und der Clubführung mitgeteilt. Wibbenhorst hatte als erste Frau ein Traineramt im leistungsbezogenen Männerfußball übernommen, was bundesweit großes Interesse hervorrief. Wibbenhorst war in Kloppenburg kurz vor Weihnachten zur neuen Cheftrainerin ernannt worden. Seit ihrem Amtsantritt schaffte der personell gebeutelte Tabellenletzte zwei Unentschieden in vier Spielen, dem finanziell angeschlagenen Verein droht weiterhin der Abstieg. Wibbenhorst wirbt für mehr Frauen. Es wäre schön, wenn durch mein Wirken rumkommt, dass auch Frauen Männer trainieren können, hatte Wibbenhorst im SIT-Interview vor ihrem ersten Pflichtspiel gesagt. Ich möchte, dass andere Vereine die Angst verlieren, solch einen Schritt zu gehen. Zuvor hatte die Sportpädagogin und A-Lizenzinhaberin, die mehrere Jahre für den Hamburger SV und den BVC in der Bundesliga spielte, die Zweitliga-Frauen des Clubs gekocht. Für eine Stellungnahme war Wibbenhorst zunächst nicht zu erreichen.